endlich ist er da, ihr neuer Flachbildfernseher. Jetzt kommt allerdings etwas auf Sie zu. Sie müssen Ihre ganzen Zuspieler anschließen, DVD-Player, SAT-Receive und so weiter. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit diesem Kabelwust zurechtkommen, wie Sie Ihre Geräte richtig anschließen. Ganz einfach. Als erstes sollten Sie das Antennenkabel anschließen. Das gilt natürlich nur dann, wenn Sie analoges oder digitales Kabel benutzen oder wenn dieses Kabel zu Ihrer Hausantenne geht für DVB-T. Die passende Buchse sieht so aus und da passt dann genau das Kabel hinten rein. Alle die, die ihr Fernsehprogramm per Satellit empfangen, müssen jetzt natürlich einen Satellitenreceiver anschließen. Die wenigsten Fernseher haben das heute intern. Diesen schließen Sie bei den meisten noch per SCART an, bei den meisten SAT-Receivern. Es gibt auch schon Varianten, die HD empfangen und dann per HDMI oder per Komponentekabel angeschlossen werden. Unsere Variante ist ein ganz normaler Satellitenreceiver, der per SCART angeschlossen wird. Diesen stöpseln Sie einfach hier hinten rein und fertig. Nachteil an der SCART-Verbindung ist, dass die Bildqualität nicht ganz optimal ist. Großer Vorteil wiederum ist, dass Bild und Ton gleichzeitig übertragen werden und Sie kein weiteres Kabel brauchen. Auch die meisten DVD-Player, DVD-Rekorder oder VHS-Videorekorder werden per SCART angeschlossen. Besser ist es, die Geräte per Komponente anzuschließen. Das ist ein dreiadriges Kabel. Da geht die deutlich höhere Bildqualität drüber. Der Nachteil ist allerdings, dass da kein Ton drüber geht. Dafür brauchen Sie dann noch ein zweiadriges Stereo-Cinch-Kabel. Und dann können Sie Bild und Ton in deutlich besserer Qualität an den Fernseher übertragen. Beim Anschließen des Komponentekabels müssen Sie darauf achten, die Stecker in die richtigen Buchsen zu stecken. Vor allen Dingen der rote Stecker muss unbedingt in den mit PR gekennzeichneten Port gesteckt werden. Bei blau haben wir PB und bei grün haben wir Y. Jetzt müssen Sie noch das Audiokabel anschließen. Achten Sie darauf, rot und weiß gibt es mehrfach am Fernseher. Nehmen Sie die Anschlüsse, die in der Verlängerung der Komponentenkabel liegen, dann sind Sie bei den richtigen. Viele DVD-Player und DVD-Rekorder können Sie heute auch schon per HDMI anschließen. Hat den großen Vorteil, dass diese Geräte dann das Bild von den normalen DVDs hochskalieren können auf Ihren Fernseher. Wo HDMI ein Muss ist, ist bei einem Blu-ray-Player, denn nur so und nur über dieses Kabel bekommen Sie wirklich die optimale Bildqualität auf Ihren Fernseher inklusive Ton. Beim Anschließen des HDMI-Kabels können Sie eigentlich gar nicht viel falsch machen. Die Buchsen sind sehr gut gekennzeichnet. Außerdem passt da nur der HDMI-Stecker rein. In welchen Sie es reinstecken, ist eigentlich egal. Macht keinen Unterschied. Sie können natürlich auch einen PC an Ihren Fernseher anschließen. Die LCD- und Plasmafernseher heute bieten das an. Zum einen geht das per VGA-Kabel, sofern Ihre Grafikkarte einen VGA-Ausgang hat. Oder Sie machen das Ganze tatsächlich per HDMI. Da gibt es solche Adapter, damit Sie dann am DVI-Eingang Ihrer Grafikkarte den Fernseher anschließen können. Viele aktuellere Geräte bieten heute auch eine LAN-Buchse. Das heißt, Sie können Ihren Fernseher ins Netzwerk hängen mit einem solchen LAN-Kabel. Darüber laufen dann Internet-Services oder Sie können Inhalte aus Ihrem Netzwerk auf dem Fernseher abspielen. Da die meisten Flachbildfernseher heutzutage keinen besonders guten Ton anbieten, empfiehlt es sich, das Gerät an einer Stellenlage anzuschließen. Dazu gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten. Eine digitale Schnittstelle ist oftmals vorhanden. Darüber geben Sie den Ton beispielsweise an eine 5.1-Anlage, um Surround-Sound zu haben. Wer das nicht hat, nimmt die Stereo-Ausgänge. Damit können Sie zumindest an eine normale Stereoanlage gehen und haben auch ein bisschen mehr Sound in Ihrem Wohnzimmer. Alle Kabel sind drin. Eins fehlt noch, das Stromkabel. Das sollten wir noch anschließen. Dann können wir einschalten und los geht's. Alles ganz einfach.